schon wieder. Hast du Bauch? Auch Bauch habe ich heute mit 10 Tage, ne? 22 ist schon alt. Wieder alt. Ein Drittel des Monats trocken. Es regnet wie Sau. Also ab und zu. Ich bin vollkommen trocken. Regnet nicht. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Kuckuck. Der Matze und wir. Der Lutze natürlich wieder voll auf dem Kien hier. Wir haben schon lange uns hin und her gestritten, wieder, was hier los ist. Na, auf dem Kien, wir sind voll auf dem Kien. Damit endlich mal wieder, was hier los ist, ja, weil wir haben natürlich immer viel Diskussion vorher. Wir machen hier immer Redaktionskonferenz und dann geht es immer richtig zur Sache, damit wir dann hier vor der Kamera dann so halbwegs einig sind, was wir jetzt erzählen oder nicht. Es funktioniert ganz einfach. Lütze quatscht mich eine halbe Stunde tot. Ich sitze hier und sage, ja, ja. Es ging um die Lottozahlen, ob wir die bringen oder nicht diesmal. Und Mats hat Mittwoch gesagt, nein, die behalten wir für uns. Die verrate ich nichts, mein Gewinn. So. Ein Kalender geht um die Welt. Ja. Gruß also, der Woche. Aber so richtig. Breaking News aus den USA. Bitteschön. Hallo Matze, hallo Borkheide, hallo Welt. Wir berichten hier aus Florida, wo sich in den letzten Tagen die Ereignisse überschlagen haben. Der Lutze und der Matze weder Kosten noch Mühen gescheut. Ein Flugzeug wurde gechartert. Ihr könnt das oben rechts in den News verfolgen. Eine Chartermaschine hier nach Florida rüber mit Polizeieskorte hier hingebracht, um euch zu zeigen, dass euer Kalender mittlerweile komplett um die Welt geht. Wir berichten hier live aus Florida. Entschuldigung, wir haben es aktuell gefühlt. 25 Grad, strahlender Sonnenschein. Es gibt schlimmere Orte, um seinen Urlaub zu verbringen. Und vor allen Dingen, man staunt, wie weit euer Kalender kommt. Vielen, vielen Dank. Der bekommt bei mir einen Ehrenplatz. Irgendwo in meinem Büro wird der hängen. Und da werde ich mich sicherlich das ganze Jahr über erfreuen. Macht weiter auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute im Jahr 2022. Und ich hoffe, wir werden noch ganz viele Nachrichten von euch hören. In diesem Sinne, frohes Neues. Ja, war das nicht geil? Donnerwetter, wa? Wetter, hast du das Wetter gesehen da? Kurzärmlich ja. Da, Sonne, was ist das eigentlich? Wir sind ein bisschen neidisch. Florida, schon. Immer noch Florida, ja. Hat er gesagt. Herzlichen Dank, lieber Marcel. Wir machen demnächst nochmal ein Interview mit dir. Wir sind unterwegs mit dem Fahrrad. Wir machen ein Interview demnächst. Ja, wir machen mal. Kommt noch. Wir müssen mal so ein Online-Ding hin und her machen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der da schläft, wenn wir wach sind oder umgedreht. Wir machen das, wir kriegen ja schon hin. Ja, kriegen wir hin. Ne? Aber nicht mit Zoom, oder doch? Nein, ich bereite das vor. Jo, denn Matze hat ein Blackout gehabt. Ich so was von. Ist dir der Strom weg gewesen die Woche? Seit du weißt, bei mir war der Strom die Woche weg. Bei mir auch. Einmal Schnipp und war wieder da. Mein Rechner ging runter. Mitten in der Telefonkonferenz. Ich habe Schreck gekriegt, auf einmal ging die Lampe an. Weil die läuft smart, sprang die an. Der Rechner fuhr runter, der fuhr überhaupt nicht runter, der war aus und ging wieder an. Zum Glück arbeite ich mit Notebook, da war es nicht ganz so schlimm, aber man ist aus der Telefonkonferenz rausgeflogen erstmal. Und wie man lesen konnte, gab es, glaube ich, in Hamburg ein Stromproblem oder so. In Stuttgart auch schon. Und in Berlin ganz groß. Nee, das Fernwärme. 90.000 haben im Kalten gesessen. Fernwärme. Was anderes. Ja, ist doch aber auch. Ja. Geht los. Es geht los. Und weil es losgeht, haben wir natürlich Infos gekriegt, auch von der Feuerwehr. Vielen Dank auf übrigens. Verschiedene Wegen. Genau. Und die haben uns informiert, dass sollte es mal der Busch brennen hier, also richtig. Und der Strom weg ist. Dann der Strom ist und kein Wasser mehr kommt. Weil das Wasserkraftwerk dann auch keinen Strom mehr hat. Genau. Dann sind wir hier in Borkheide in der glücklichen Lage, Trinkwasser zu bekommen. Über die Feuerwehr. Über die Feuerwehr. Und zwar ist an der Kita ist ein Trinkwasserbrunnen und da wird über einen Dieselgenerator mit angeschlossener Pumpe Wasser für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Im Bedarfsfall. Im Bedarfsfall. Also zum Zähneputzen und Wäsche waschen, nee, Toilette spülen oder so. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls geht das bei uns in Borkheide und die Feuerwehr hat gesagt, dass wir diese Informationen mal gerne hier verbreiten können, sodass wir dann nicht da sitzen und sagen, was machen wir denn jetzt? Mhm. Wir wenden uns dann halt vertrauensvoll an die Feuerwehr. Und die kann mit Diesel Strom erzeugen. Glücklich ist, wer ein Dieselaggregat hat in den heutigen Zeiten. In der Größenordnung vor allem. Ja, kommen wir noch mal zu. Ja, es wird nämlich gerade immer schlimmer. Ja, und bei uns, also meine Atomkraft ja oder nein, ist natürlich die große Frage zurzeit. Aber je mehr abgeschaltet wird, umso dünner wird es natürlich. Umso mehr kaufen wir von außen zu. Und vor allem Kohle,
Strom. Und was sagt Olle Matze? Nachts kaum Wind, keine Sonne, kein Strom. Das ist nun mal Fakt und so weiter. Und dann, da sind wir nämlich bei der Seite Electricity Map. Da guckt meine Frau immer. .org. Haben wir euch mal eingeblendet und haben das auch unter dem Video mit rein, sodass ihr da mal draufklicken könnt. Also unten in den Infos vom Video. Falls es euch mal interessiert, wo unser Strom mittlerweile herkommt. Denn seit Ende des Jahres sind ja 3 Atomkraftwerke abgeschalten worden. Und da kann man zum Beispiel richtig deutlich sehen. Warte mal, wir müssen mal hier umklicken. Hier haben wir schon mal das erste Bild, wo die Energie heute Morgen um 6 Uhr herkam. Wir hatten nur 24% regenerative Energie, davon 33% CO2-arm. Und wo kam das Zeug her? Die Masse aus der Kohle. Also wenn die Kohle weg ist, und ist Erdgas. Schicht im Schacht. Erdgas noch. Und Erdgas. Ne, bisschen Biomasse noch, Windenergie hat scheinbar irgendwo geblasen, ein bisschen Solarenergie war tot, Dose. Und das ist genau der Zeitpunkt, an dem die ganzen Elektroautos noch am Kabel hängen. Ne? Ja. In Masse. Also jedes Viertel wird regenerativ geladen und 3 nicht. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wo kam denn das ganze Zeug her? Kohle und sowas, ja, und so. Hier nochmal ein Bild gleich dazu. Da sieht man ziemlich deutlich, dass aus den Niederlanden Kohle kam, am größten Teil importiert worden. Und aus Frankreich grüner Strom. Und wisst ihr, was das ist? Atomstrom. Atomstrom, sollte man glauben. Zeitgleich haben wir nach Polen exportiert und über Tschechien wieder importiert. Also wir verkaufen den billig raus und kaufen teuer wieder ein. Clever, oder? Clever Marketingstrategie. Aber was haben wir denn Kohle? Haben wir die Kohle, unsere Kohle oder die aus den Niederlanden verkauft? Ja, und so geht es dann weiter. Mhm. Und deswegen fliegen bei uns jetzt auch die Strompreise uns um die Ohren und viele Anbieter gehen pleite und so weiter und so fort. Das hört man ja täglich in den Nachrichten. Kein schönes strategisches Vorgehen, muss ich mal sagen. Naja, die wissen schon, was zu tun oder auch nicht. Wir kloppen erstmal alles tot und dann gucken wir, wer pleite ist. Schön. So. Bevor wir politisch werden. Ja. Wisst ihr, was das ist? Der Kunst- und Kulturpreis. Da steht drauf, von 2019 haben wir den gekriegt. Und den gab es letztes Jahr nicht. Also ich hätte meinen jetzt vergessen, aus dem Waldbad. Also wir hatten schon letztes schon Jahr zweimal. Keinen, vorletztes Jahr auch nicht. Auch das nicht. Ist schon zweimal ausgefallen jetzt. Aber nach unseren neuesten Infos wird der dieses Jahr wieder aufgelegt. Auf jeden das heißt, Fall. Da gibt es wieder den Kunst- und Kulturpreis. Da dran hängt halt jetzt mal wieder auch eine kleine Summe. Eine kleine Summe immer als Anerkennung mit dran. Und das liegt natürlich an euch, dann die den verdient haben, in diesem Jahr vorzuschlagen. Vorzuschlagen, genau. Und zwar funktioniert das auch, die ganzen Unterlagen findet ihr auf der Seite vom Amt Brück im Internet. Und wenn ihr da nichts finden solltet, dann geht halt mal zur Bürgermeistersprechstunde und bestimmt liegt da auch ein Formular aus. Genau. Und da könnt ihr dann angeben und begründen, wen ihr gerne dem Kunst- und Kulturpreis übergeben möchtet. Genau. Wir sind raus. Wir sind überhaupt nicht raus. Natürlich. Du kannst jedes Jahr aufs Neue gewählt werden. Nö, will nicht. Du willst nicht? Nein. Es gibt so viele kreative Köpfe. Ja, gibt es ja auch. Aber momentan ist ganz schön tote Hose, oder? Da kommt doch keiner raus. Doch. Ich war heute mit dem Hund draußen. Immerhin, dafür kriegst du auch keinen Preis. Nein. Jo. Ich wollte gar nicht draußen. Also doch einmal ins Haus gelaufen. Na und bis zu mir bist du gekommen. Musst du irgendwie ans Auto gekommen sein. Ja, ich habe mir noch für die Notfallversorgung eine Pulle Gassi geholt, weil ich mal kochen muss, wenn der Strom alle ist. Jo. So, dazu, das war erstmal dazu. Viel mehr ist ja nicht passiert. Die Schneid hat es nicht. Aber jetzt kommen wir schon wieder zum Wetter. War kurz, lang und knackig. Winter ist nicht, so wie es aussieht. Ach, wer braucht denn Winter? Viel zu viele Unfälle und Leute fallen auf die Nase, Schlüsselbeinbruch. Und weil Matze sonst nichts zu tun hat, hat er für Borgheide eine eigene Wetterstation gemacht. Auch da hängt der Link jetzt hier unten drin. Und weil man den nicht anklicken kann, haben wir den natürlich auch unten in die Beschreibung von dem Video jetzt unten reingelegt. Hat er ganz toll gemacht. Hab ich ganz toll gemacht, ne? Hat er, ja. Und da kann man natürlich schön draufklicken und dann kann man sehen, was der Matze da gemacht hat. Zum Beispiel. Ich hab hier alles links und alles Daumen. Also. Toll. Zum Beispiel das hier, was ihr hier seht, 3,6 Grad, gibt es da eine Uhrzeit? Jetzt. Das ist die aktuelle Uhrzeit gewesen, genau. Das war die aktuelle Uhrzeit. Und Borgheide. Luftfeuchte, ganz schön 95%. Also gefühlte Temperatur 3,6 übrigens. Ist weil kein Wind ist. 4 Grad sind draußen.
Was? Ja, 4 Grad sind draußen, oder? Ja, das ist ein bisschen verschoben noch. Temperatur. Kaum Wind. Gefühlt sind 3,6. Ja, kaum Wind. Der Luftdruck steigt übrigens die Woche wieder. Wir sind im Einfluss von 2 Hochdruckgebieten. Der Niederschlag hört auf. Es kann sogar mal ein bisschen Sonne kommen noch die Woche. Aber was man hier auch so schön sehen kann mit der Wetterstation, zeig jetzt mal bitte das andere Bild noch. Nee, das nicht. Die Historie da unten, guck mal hier. Da kann man schön sehen. Installiert habe ich sie in meinem Büro, da war es noch warm, 25 Grad knapp, sieht man. Alter, da, guck mal, da war so warm, vom 5. zum 6. Januar waren über 20 Grad. Siehst du, und dann sieht man so schön den Wochenverlauf und jetzt machen wir schön über die nächsten Jahre, machen wir hier Wetterdiagramme. Ein bisschen Wind hat man auch da unten, bis zu 15 km/h hoch. Mhm. Aber eigentlich gab es auch viele windfreie Zeiten, so dass man den gar nicht gespürt hat. In der kommenden Woche, ja, hier kommen wir jetzt mal zur kommenden Woche. Ach so, wenn man auf die Wetterstation klickt, ist die noch auf Fahrenheit eingestellt. Dann muss man oben rechts auf dem Rädchen dann auf Grad Celsius einstellen. Mhm. Dann geht das auch besser. Kommende Woche, ja, wie schon gesagt, es kommt vereinzelt mal die Sonne durch. Temperaturen gehen auch wieder mal unter die 0 Grad bis minus 3 oder hier im Wald auch minus 4 oder 5, je nachdem. Sonne. Sonne kurz, ja. Und dann steigen die Temperaturen wieder, aber Richtung Wochenende auf die 5 Grad hoch. Nachts kratzen wir noch mal kurz an den Minusgraden am Freitag, Freitagnacht. Und so bleibt es, habe ich gesehen. Da ist kein Niederschlag zu sehen mehr, ne? Nee. Das war's. Mit Schnee und Winter wird wohl nichts dieses Jahr, so wie es aussieht. Vielleicht schaffen wir noch mal im Februar eine Flocke, aber so richtig ist es nichts mit X. Jo, Matze, und dann hast du hier noch? Genau, der Wettertrend für die Woche sagt eigentlich das Gleiche. Temperaturen gehen nach hinten raus wieder ein bisschen höher. Mhm. Und da sehen wir schon bis zum 17. rausgeguckt. Auch nicht viel mehr. Hinten am Ende, so um den 17. rum, diese kleinen Candlesticks unten, da könnte ein bisschen Schnee dabei sein. Aber das ist auch ein bisschen weit rausgeguckt jetzt. Mal gucken, wie es wird. Jo, das war's schon wieder, ne, für diesen Montag. Fällt dir noch was ein? Meist fällt mir, wenn wir so Tschüss gesagt haben, noch irgendwas ein. Tschüss. Tschüss. Und es kommt nichts mehr, es ist durch. Kommt nichts. Jo, das war's, dann sagen wir mal Tschüss. Wie immer vor der Kamera der Matze und hier der Lutze, und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Und tschüss. Schon wieder Montag? Mhm.